Lisa, Sieg in Cottbus. Du bist keine Cottbusserin, aber du wohnst eine Zeit lang hier. Was bedeutet das, einen Heimsieg zu feiern? Ja, tatsächlich wohne ich wirklich nicht hier. Ich komme ja ursprünglich aus Frankfurt. Aber ja, ist doch was ganz Schönes, weil ich ja für den Verein hier, RSC Cottbus, fahre. Und da ist das schon ganz, ganz schön, wenn man dann den Sieg nach Hause bringt, ja. Hast du die Straßen gut gekannt? Von letztem Jahr kannte ich die Strecke schon, aber ja, viel habe ich mir davon nicht gemerkt und eigentlich fahre ich immer eine andere Richtung trainieren, Richtung Spreewald und nicht wirklich, nein. Kannst du mir was vom Sprint erzählen? So wie ich das gesehen habe, kommst du von Beates Hinterrad? Wie ist es gelaufen? Ja, es war eigentlich optimal für mich. Am Anfang war es ein bisschen chaotisch, weil halt jeder die beste Position irgendwo, man weiß ja dann doch, bei wem man hinten dran fahren sollte im Sprint. Und für mich ist es ganz, ganz gut gelaufen, weil Max Solar für Beate den Sprint angezogen hat. Und ja, dann konnte ich mich hinten reinhängen und ja, dann doch noch vorbeifahren. Ja. Wie war das Rennen an sich vorher? Relativ langsam, glaube ich. Ja, es muss man wirklich sagen, es war nicht schnell. Also ab und an gab es ein paar Passagen, die zügiger waren. Immer mal so kurze, knackige Attacken, aber es hat halt jeder gemerkt, dass man irgendwie nicht vorankam. Es war sehr windanfällig und dann 40 Leute bei 140 Kilometern, da traut sich nicht jeder irgendwie was zu. Und dann guckt man natürlich noch auf die Bundesliga, auf die Gesamtwertung hier und da und dann kommt dann nicht wirklich ein Rennen zustande oder kein schöner Rennverlauf. Und deshalb war es nicht ganz so schnell, ja. Das ist ein bisschen zu lang für ein Bundesliga-Rennen. Ja, eigentlich schon. Also ich denke mal, so 100 Kilometer hätten auch gereicht, gerade wenn wir nur noch zu 40 da am Start stehen. Aber wir haben es ja gut hinter uns gebracht. Wie wird heute Abend gefeiert? Kennst du dich hier ja aus? Ich weiß noch nicht, ob ich feiern gehe. Vielleicht gehe ich mal gut essen oder so. Stoß nochmal an, mal gucken. Mein Team fährt ja jetzt eigentlich dann nach Hause. Die haben ja noch einen weiten Weg vor sich. Und ja, mal sehen. Ich lasse mich überraschen. Müsst ihr hier anstoßen. Herzlichen Glückwunsch. Dankeschön.